Hey Leute, was geht ab heute? Willkommen hier zu einer Würfel-Dwarf-Challenge auf meinem Kanal, zu einer Panini Euro 2020 Adrenalin XL Würfel-Dwarf-Challenge. Ich habe meinen 8er Würfel am Start, den brauche ich ja seit diesem Jahr zur Euro-Serie, weil ja 8 Karten in einem Pack drin sind. Ich kann nicht mehr meinen magischen roten Packs-Night-Würfel nutzen, sondern ich habe einen anderen magischen Packs-Night-Würfel. Hier sind 8 Zahlen drauf, 1 bis 7. Ich habe Bock drauf auf die heutige Würfel-Dwarf-Challenge. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ihr bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren am Ende des Videos. 11 Päckchen in jedem Pack. Suchen wir uns einen Spieler aus, beziehungsweise wir erwürfeln einen Spieler. Und ich würde sagen, ich schnack nicht so lange rum. Ich würde mich sehr über eure Däumchen freuen. Vielleicht packen wir die 300 Däumchen hier auf die heutige Würfel-Dwarf-Challenge. Lasst ein Abo da und wir gehen rein ins erste Pack mit dem ersten Wurf. Ich hoffe, der Würfel rollt hier nicht vom Tisch. Der fällt nicht vom Tisch. Und die erste Zahl ist eine 4. Die Nummer 4. Die Nummer 4. Die Nummer 4. Oh, Ramos, Alter, direkt im ersten Pack. Junge, Ramos als Topmaster im ersten Pack. Und wir würfeln Van Dijk. Ich habe die Karten so umgedreht, deswegen Tschirkov die 3, Van Dijk die 4. Junge, 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 Junge. Also besser hätte das erste Pack nicht laufen können. Hier noch ein Ramos dann am Ende höchstwahrscheinlich neben Van Dijk, weil ich ja dafür am Ende nochmal ein paar Spieler ins Team hineinholen. Huiuiuiui. Das ist schon brutal. Das ist echt brutal. Erstes Pack läuft. Zweites Pack Nummer 7. Nummer 7. Zwei Packs geöffnet, zwei Top-Master-Karten. Also wenn das hier so weitergeht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roberts, mir vollkommen egal, stelle ich als Innenverteidiger auf, tausche ich dann gegen Ramos. Modric, es ist krank, 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 krank. Also was das hier wieder für ein Start ist, brutal. Wirklich, absolut brutal. Nummer 2. Gönn, 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 Verteidiger. Ich hoffe auf Auf und Aus. Okay, oh, jawohl. The Wall bedeutet, ich darf mir die Spieler aus, also den Spieler jetzt aussuchen. Brand? Nee. Nee. Piontek? Nee, ja. Wenn ich jetzt Piontek mitnehmen würde, würdet ihr sagen, nur wegen Hertha? Ja, es würde auch stimmen, nur wegen Hertha. Aber ich nehme Julian Brand mit und stelle ihn so als offensiven Mittelfeldspieler auf. Vielleicht spiele ich ja 4-2-2-2 heute. Mit 2 ZOMs, 2 ZDMs. Mal gucken. Mal gucken, was der Würfel jetzt hier so noch möchte. Wieder die 2. Wieder die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist ein Mittelfeldspieler. Und das ist wieder eine Karte, wo halt 3 Spieler drauf sind. Bedeutet, ich darf mir den Spieler wieder aussuchen. Und ich hoffe, ich habe Glück mit Kanté oder so wäre geil. Sabitzer ist auch in Ordnung. Lazaro und Zinchenko. Ich nehme Marcel Sabitzer mit und stelle ihn ebenfalls ins zentrale offensive Mittelfeld. Nein. Das war jetzt nur so hoch gemacht. Ich würfel richtig. Und das ist die 5. Die 5. Ja, die nicht der 5. Doch, der 5. Wurf und die Nummer 5. Ja, moin. Dann haben wir einen Verteidiger. Und das ist Jordi Alba. Heute läuft es enorm gut mit der Würfel-Dwarf-Challenge, Leute. Man muss ja mitbedenken, ich habe sogar 8 Karten jetzt pro Pack. Und ich würfel, und das ist krank. Brand, Sabitzer. Okay, Roberts jetzt nicht. Van Dijk und Alba. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Shaqiri, João Moutinho, Glasgow Host City. Ich weiß gar nicht, ob ich Glasgow überhaupt schon gezogen habe. Müsste ich nachgucken. So, nächster Wurf und es ist die 1. Direkt die erste Karte. Es ist ein Stadion und da habe ich auch noch, Leute. Das spielt mir jetzt auch noch so extremst in die Karten, dass ich jetzt hier ein Stadion gezogen habe. Eben hier so Dreier Mittelfeld-Engine und so. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber ich hoffe, dass jetzt auch ein geiler Spieler kommt. Chesney. Ja, Chesney. Nimm mal mit. Haben wir jetzt schon mal einen Keeper. Nicht, dass ich am Ende Probleme bekomme und ich hätte jetzt, ja, wen hätte ich hier mitgenommen? Vielleicht Umtiti als Sechser. Aber in Verteidigung steht ja mit Van Dijk und Ramos. Also Ramos habe ich zwar noch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Team, aber er wird am Ende im Team drinstehen. Das sage ich euch. So, wieder die 1.
Wieder die 1 und es ist Mittelfeldspieler James. Nee, muss dort sein. James, Alter. Mount Christensen, Thiago, Seferovic, Schöne, England, Lineup und Jordan Pickford. Thiago Mount hätte ich lieber mitgenommen. Pickford brauche ich nicht. Ich habe ja Chesney im Kasten. Die Nummer 4. Grüße gehen raus an Elotrix, weil 4 steht ja bekanntlich für Lifestyle. 3, 3, 4. Es ist eine Bonuskarte. Leute, heute ist mein Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Dänemark-Logo bedeutet, ich darf mir den Spieler aussuchen. Matuidi, okay, das wäre ein Sechser, mit dem man arbeiten könnte. Umdias, Milik, Jorginho und Fernandes. Ich nehme Blaise Matuidi mit. Ich hätte auch Lukaku mitnehmen können, aber ich finde Lukaku, ja, er ist ein guter Stürmer. Aber ich finde halt, ich möchte Ronaldo und Messi vorne drin, Kappa. Messi gibt's nicht, ich weiß, Argentinien ist ja logischerweise nicht in Europa. 3. 3, 3, 3. Es ist eine Bonuskarte. Junge, Junge. Russland-Logo bedeutet, ich darf mir den Spieler aussuchen. Adam Zuber, nee. Chilwell, nee. Sensi, nee. Kimmich, jawohl, mir fehlt noch ein Rechtsverteidiger, Leute. Also, ich bin so zufrieden mit dieser Aufstellung, ne? Junge, geil. Zwei Päckchen habe ich noch. Also Chesney, Alba, Van Dijk. Hier kommt Ramosen, Kimmich. Hier kommt muss ein anderer Sechser hin. Matuidi, Brandt, Sabitzer. Also jetzt fehlen noch zwei Stürmer. Zwei Packs habe ich noch. Panini, bitte gönn jetzt zwei Stürmer. Würfel, bitte gönn jetzt zwei Stürmer. So, die Nummer 6. Die Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5. Knapp verpasst. Es ist ein Mittelfeldspieler. Wer wäre die 5 gewesen? Okay, Lawrence wäre ich auch nicht mit zufrieden gewesen. Wer wäre die 1? Embolo. Ja. Nee. Also eigentlich sind alle nicht so berauschend. Ja, der wäre berauschend gewesen. Timo Werner hätte ich sehr gern mitgenommen. Aber mein Stürmer ist jetzt... Wen hatte ich denn jetzt hier? Pröpper, ne? 3? Ja, Davy Pröpper. Ist ja auch vollkommen egal. Den werde ich eh nicht im Sturm lassen. Timo Werner ist da ganz höchstwahrscheinlich der Spitzenkandidat für meine heutige Stürmerposition. So. Nächster Wurf. Letzter Wurf für heute. Nicht letzter Wurf. Aber letztes Pack für heute. Das letzte Pack für heute. Und wir haben einen Stürmer. Komm, ich leg den hier hin. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Ich guck mir erst die anderen Karten an. Reka, Krichobia, Kraft, Wave. Eden Hazard war mit am Start. Okay, den hätte ich auch gerne genommen. Auch als Stürmer hätte ich den aufgestellt. Und wir haben... Läuft bei uns. Sehr geil, Mann. Jetzt haben wir noch zwei Würfe. Wie oft darf ich hin und her tauschen? Ich muss nicht hin und her tauschen. Deswegen würfel ich jetzt einmal. Okay, wir hätten eh nur einmal gekonnt. Ich muss aber sowieso nichts tauschen. Und jetzt kommt der Wurf. Wie oft wir hin und wie viele Spieler wir ins Team hineinholen dürfen. Wenn ich eine 8 oder eine 7 würfel, bedeutet es gleich direkt 6. Also 7 und 8 Spieler darf ich nicht austauschen. Das wäre too much. Ja, moin. Ja, also 7 und 8 bedeutet 6. Ganz genau. Ab geht's. Komm. Und ich bekomme die 5. Mit einer 5 bin ich sehr, sehr zufrieden. Weil wir das Team jetzt nochmal auf das komplett andere Niveau bringen können. Hier Timo Werner rein. Timo Werner, Eden Hazard im Sturm. Kann man mal so machen. Dann, auf jeden Fall. Ihr habt es am Anfang gesehen. Sergio Ramos, rein mit ihm. Und jetzt muss ich eigentlich schon fast gar nichts mehr tauschen. Auch wohl doch hier James als ZDM. Wen nehme ich denn da hin? So natürlich. Aber habe ich einen guten Sechser? Habe ich hier überhaupt einen Sechser? Okay, Krichobia könnte als Sechser spielen. Modric finde ich jetzt kein Sechser, aber könnte man rein theoretisch, muss ich eigentlich machen, ne? Modric gegen James. So, das ist der dritte Change. Zweimal darf ich noch. Ich könnte jetzt auch noch einen hier Sabitzer vielleicht austauschen oder einen Brand. Ich finde aber, ja, schwierig, wer da der Bessere ist. Ich würde sogar Brandt und Sabitz auf einem gleichen Niveau einordnen. Aber habe ich denn überhaupt einen besseren zentralen offensiven Mittelfeldspieler gezogen? Thiago könnte man machen. Aber es fällt mir echt schwer, einen von den beiden
aus dem Team zu entfernen, Brandt und Sabitzer. Und ich habe jetzt auch nicht so wirklich. Hätte ich jetzt hier einen De Bruyne oder so, hätte ich safe gemacht. Aber ich habe jetzt keinen Spieler dabei, wo ich sage, Alter, der muss unbedingt rein. Deswegen lasse ich das Team so, wie es ist. Es wird sich hier nichts ändern. Also wir haben Chesney, Alba, Van Dijk, Ramos, Kimmich, ein Modric, Matuidi, Brandt, einen Sabitzer, einen Werner und einen Eden Hazard. Also das ist mal ein Euro 2020 Team von der komplett anderen Welt. Leute, bewertet das Team unten in der Videobeschreibung, sondern unten in den Kommentaren. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.